Hallo meine Lieben, ich begrüße euch und sitze wieder mal auf meiner Lieblingswiese. Die ist natürlich fernab von Feldern und von irgendwelchen Umweltgiften. Da können wir uns nach Herzenslust bedienen und pflücken. Wir sollen natürlich immer nur so viel nehmen, wie wir tatsächlich brauchen. Heute geht es mir um das Johanniskraut. Es ist eigentlich schon fast verblüht, aber ich nutze den Herbstanfang nochmal aus, die letzten Blüten zu pflücken, denn ich möchte ein Rotöl herstellen. Und so sehen die aus. Die Pflanze, die Blüten des Johanniskrauts. Das ist eine wunderschöne Pflanze. Ist natürlich auch alles voll hier. Man kann mal gucken. Guck mal hier. Ist also ein schönes Pflänzchen. Das sind also hier überall. Was wir jetzt nehmen, ist natürlich hier oben diese Blüten. Und wenn wir die zerreiben, dann sehen wir, dass das also wirklich schon richtig rot wird auf dem Finger. Und das ist der Extrakt, den wir aus dieser Pflanze gewinnen wollen. Das ist also das, wo wir das Rotöl extrahieren. Und so sieht das Ganze in meiner Schüssel aus. Die werde ich jetzt ansetzen in einem guten Öl. Achte dabei auf ein kaltgepresstes Öl. Zum Beispiel ein gutes Rapsöl oder ein Sesamöl oder auch ein gutes Olivenöl. Leinöl würde ich jetzt nicht empfehlen. Es wird sehr schnell ranzig. Also es sollte ja auch wenigstens 3 Monate eigentlich in der Sonne stehen. Jetzt haben wir natürlich Herbstanfang. Wahrscheinlich wird es der ein oder andere in die Nähe der Heizung stellen. Das wird wahrscheinlich effektiver sein. Ihr seht das dann, im Laufe der Zeit wird das Öl richtig rot. Und so nach circa 3 Monaten sind alle Extrakte aus der Pflanze in das Öl übergegangen. Und ihr könnt das dann natürlich nutzen für die innere und für die äußere Anwendung. Und es ist hervorragend auch zum Beispiel bei Hautkrankheiten. Neurodermitis haben wir sehr gute Erfolge damit erzielt. Ich habe das mit einer Creme gemixt, mit Shea-Butter, mit Kokosöl, mit Salz und noch mit Gänseblümchenöl. Und somit haben wir die Neurodermitis erfolgreich bekämpfen können, was dann Cortison und Co. also nicht mehr benötigt wird. Also können wir der Pharma einen riesengroßen Wind aus den Zellen nehmen, indem wir uns selbst heilen. Und dafür ist auch das Johanniskraut gut. Nähere Infos gibt es nachher gleich. So, zurück in meiner Küche. Weiter geht's im Programm bei der Herstellung für das Johanniskraut Rotöl. Also wir haben jetzt so viel hier drin in der Flasche und die wird jetzt randvoll gefüllt. Ich habe jetzt gekauft ein Bio-Rapsöl. Das ist also wirklich beständig, dass es nicht irgendwie ranzig wird und das kann also auch wirklich lange lagern und in der Sonne liegen und wir können es einnehmen. Es hat wertvolle Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Das Verhältnis zwischen den beiden Fettsäuren ist natürlich sehr ausgewogen und ist natürlich auch eine Bio-Qualität. Wir haben jetzt keine genetisch veränderte Pflanze und ich hoffe natürlich auch, dass die frei von sämtlichen Pestiziden und anderen Substanzen ist, die auf den Feldern ja mittlerweile so zuhauf gespritzt werden. Gleich geht's weiter. So sehen meine Ansätze jetzt aus. Also so ist in etwa das Verhältnis zwischen pflanzlichen Anteil und dem Öl. Achtet darauf, dass alles schön vom Öl bedeckt ist. Und wir lassen das jetzt einfach noch ein paar Tage offen stehen, am besten an einer warmen Stelle, damit die Feuchtigkeit aus der Pflanze natürlich auch verdunsten kann. Das sammelt sich dann oben, geht dann raus, kondensiert an der Flasche, man sieht das nachher dann und das verschwindet nachher, dass das auch nicht schimmeln kann. Also wir hätten dann ein geringeres Risiko, dass unser Ansatz dann auch verschimmelt, was natürlich mir auch schon passiert ist, weil ich es einfach viel zu gut gemeint habe und den pflanzlichen Anteil viel zu hoch eingefüllt habe. Das lassen wir jetzt in der Sonne stehen und ziehen und hoffen, dass bald die rote Farbe in das Öl eintritt. Und schon geht's weiter. So sieht also das Öl aus. Ich habe es also gerade schon gezeigt. Das Johanniskraut-Rotöl wirkt desinfizierend, es wirkt antibakteriell. Wir können es nehmen für die äußeren Umschläge. Ich hatte es bereits erwähnt. Das heißt, wir können auch Narben damit, die Wulstigkeit der Narben nehmen. Es ist uralt schon bekannt, dass das Johanniskraut-Rotöl wirklich ein absolutes Zaubermittel ist, quasi, wie so vieles eigentlich in der Natur.
Und auch für die inneren Anwendungen, es bekämpft also Unwohlsein, Wechseljahresbeschwerden, es nimmt uns die Depressionen, nicht nur die schlechte Laune, es bringt uns quasi den Sommer zurück in unser Gemüt, weil man es auch assoziiert, die Blüte natürlich, die Sonne irgendwo einfängt. Und auch dieses fünfzackige Blütlein sieht aus wie ein Druidensymbol und das Blut, der rote Saft quasi wurde mit dem Blut des Odin in Verbindung gebracht, der uns also wirklich richtig Kraft geben soll. Und setzt euch einfach mal so ein Öl an, guckt nochmal im Internet nach, was es alles kann. Es ist unglaublich reich an Inhaltsstoffen, die uns bei jeder Situation helfen können. Also auch Verrenkung, Stauchung und so weiter. Nehmt es einfach mal. Ist ganz toll. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, startet gut in den Herbst, bleibt gesund, bis bald.